Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Und zwar, ich wollte euch informieren, dass ich einen Team Deathmatch-Server habe, Battlefield 4 natürlich. Und alleine bringt mir der relativ wenig. Und ich wollte euch jetzt mal ein bisschen was dazu sagen, was ich mir so dabei gedacht habe und was ich mit dem Server vorhabe. Und natürlich auch, wie ihr den Server überhaupt findet. Also ihr findet ihn einmal unter der Videobeschreibung, da ist ein Link. Und dann kommt ihr direkt ins Battlelog, könnt ihr am besten hier oben dann gleich zu euren Favoriten hinzufügen, wenn ihr das dann möchtet. Alternativ, ich sag euch vorab vielleicht auch nochmal, wie ihr den Battlelog findet und dann sage ich euch ein bisschen was zu dem Server. Ich gehe hier gerade mal, das machen wir mal raus, zurücksetzen. Am besten nochmal auf Zurücksetzen gehen und ihr könnt den hier dann direkt schon finden, auch unter Battle Plays. Machen wir das gleich mal. Zack. So, jetzt findet ihr nicht, dass liegt daran, weil momentan noch niemand drauf ist auf dem Server. Und da machen wir mal hier den Haken. Und jetzt findet ihr den. Ne? Also Best of TDM habe ich den mal genannt. 200 Tickets sind eingestellt. Ich denke, das passt ganz gut. Also so eine Runde wird dann so im Schnitt, denke ich mal, so um die 12 Minuten dauern. Und es ist ein 60-Hertz-Server. Habe ich jetzt bei Nitrado jetzt mal angemietet für einen Monat. Und ich habe aber geplant, dass ich das nochmal verlängere. Also bis zum, dann nochmal um weitere 3 Monate. Und dann haben wir auch schon fast Battlefield 1 Release. Also ich finde Battlefield, es gibt aus meiner Sicht nicht so viele so schöne Maps, wenn ich es jetzt mal mit Battlefield 3 vergleiche, gute TDM-Maps in Battlefield 4. Und ja, ich habe mal aus meiner Sicht mal echt gute Maps ausgewählt. Und da ist momentan in der Playlist drin halt Operation Outbreak, hier Locker. Das sind ja auch Vanilla-Maps, also die hat ja jeder zur Verfügung. Propaganda, eine richtig schöne Map und ich finde es halt immer schade, dass man auf dem PC da keine Team Deathmatch-Server findet. Und auch so 24 finde ich halt super. Ich persönlich zumindest, weil man es halt super kontrolliert halt zocken kann. Und ja. Propaganda, das DLC gab es ja letztens auch nochmal gratis vor 2, 3 Wochen. Dann habe ich Metro nochmal mit reingenommen. Metro gefällt mir eigentlich auch ganz gut im Team Deathmatch mit 24 Spielern. Golf von Oman, richtig schöne Map. Kaspische Grenze habe ich nochmal draufgenommen. Generell vielleicht mal zu den Maps. Also ich habe insgesamt, ich habe mir mal 17 Maps rausgesucht, die aus meiner Sicht da auftauchen können in der Playlist. Momentan sind auch 6 Maps drin. Ihr könnt mir mal sagen, ob es so für euch passt. Also ich denke mal, so 6 Maps ist eigentlich ganz okay. Ich kann durchaus noch eine weitere Map mit aufnehmen oder eine weniger, je nachdem. Diese 6 Maps, die hier markiert sind, die sind ja momentan drin in der Playlist. Und da habe ich mir gedacht, damit das ein bisschen beständig ist, also die Locker und Outbreak, die werden immer drin, immer gesetzt sein. Die kommen dann auch immer hintereinander in der Reihenfolge in der Playlist. Und diese grün markierten Maps, die können auch mal ausgetauscht werden. Also ihr findet in der Videobeschreibung nochmal so eine Umfrage. Dann könnt ihr selber auch mal voten, ne? Also welche Maps ihr, da könnt ihr euren Favoriten wählen. Und da kann ich auch das ein bisschen so danach auslegen. Also diese grün markierten Maps werde ich immer mal austauschen gegen eine von, die hier aufgeführt sind. Ja, ansonsten, was kann ich noch sagen zu dem Server? Ich habe, das soll ein Server sein, kein Sniper-Server soll das sein, also es darf nicht gesniped. Keine Sniper sind erwünscht auf dem Server. Und ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so viele Probleme mit. Es ist allerdings manchmal nicht schön auf gewissen Maps, zum Beispiel wenn ich jetzt Kaspische Grenze, auch eine richtig tolle Team Deathmatch-Map. Es ist leider nur, die Sniper können so eine Map zum Beispiel echt richtig kaputt machen. Weil ich kenne das doch damals von der PS4, das ist jetzt übrigens hier PC-Server. Ich kenne das damals halt noch von der PS4, wo so dann die Hälfte des Teams da irgendwo nur rumliegt auf dem Berg. Und auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Also und deswegen wird das komplett deaktiviert. Ich habe es momentan noch nicht eingestellt. Und ich muss sagen, dass ich da jetzt auch nicht wirklich die Zeit dafür habe. Also man müsste hier nochmal diese Pro-Con-Settings da an diesem Server einstellen. Es wäre ganz toll, wenn das vielleicht jemand für mich übernehmen kann. Und was ich gerne auch nochmal mit aufnehmen möchte, ist so die Spielzeit auf dem Server. Und das wäre ganz toll, wenn sich da nochmal jemand meldet und mir das dort entsprechend einrichtet, dass man sich so die Spielzeit einfach anzeigen lassen kann.
Und dann kann ich dann auch mal so ein Giveaway mal machen. Also zum Beispiel die 10 Spieler eines Monats, die am meisten auf dem Server waren, da kann man da einfach mal was raushauen. So, sowas schwebt mir halt vor, da habe ich Bock drauf. Und das Besondere ist, ihr werdet mich halt regelmäßig auf dem Server antreffen. Und ich habe dann auch vor, da auch Videos zu machen. Und ja, könnt euch halt selbst sehen, wie ihr mich erledigt. Oder halt auch nicht, wer weiß. Und ja. So stelle ich mir das Ganze halt vor. Ja, ich überlege gerade nochmal, was gibt es sonst eigentlich noch zu sagen. Wie gesagt, ich habe den jetzt erstmal für einen Monat angemietet, den Server. Geplant ist, dass ich den halt durchlaufen lasse bis Battlefield 1. Wer da nochmal, ich glaube, das kostet jetzt 3 Monate Verlängerung, sind immer so 65, 60, 65 Euro. Wer da nochmal Obolus beilegen möchte, mich da unterstützen möchte, da habe ich auch, schaut euch das in der Videobeschreibung mal an. Und viel wichtiger ist mir insgesamt, dass wir hier so einen Treffpunkt haben, wo man sich halt abends so nach Feierabend, wo man einfach mal eine Stunde zocken kann, ein bisschen Fun haben kann. Und ja, das vermisse ich halt momentan auf dem PC bei Battlefield 4. Und ja, und ich zocke halt schon ganz gerne mal, bevor ich dann Eroberung zocke, mal eine halbe Stunde, Stunde Team Deathmatch, um mich einfach ein bisschen warm zu zocken. Und ich finde, die Maps sind eigentlich echt gut ausgewählt für meinen Geschmack. Und ja, dann würde ich sagen, also heute Abend kann es eigentlich jetzt direkt losgehen. Also ihr werdet mich auf dem Server finden. Und ja, ich freue mich, euch anzutreffen. Und ja, macht's gut, haut rein. Ciao.